Hallo und willkommen zurück zu Dungeon of the Endless und neuer Tag, neues Glück mit neuen Erkenntnissen. Mal schauen, ob wir jetzt da ein bisschen weiterkommen. Die ganzen Charaktere sind jetzt hier zumindest schon mal so aufgedeckt, dass sie hier drin existieren. Der hier war ziemlicher Murks. Das war dieser Solo-Typ. Der war ganz gut. Und den hier fand ich eigentlich halt auch die ganze Zeit über gut, weil der halt einfach mit den Gegnern mitskaliert. Aber es wäre halt mal cool, andere Charaktere auszuprobieren. Vielleicht sollte ich einfach mal die beiden nehmen, einfach nur mal zu wissen, was die können. Kopfgeldjäger und Zuchtmeister. Schwert und Pistole. Ich werde mir die hier mal eintragen. Muss ich mal gerade hier ein paar Mal klicken in meiner Excel-Tabelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo im Internet schon eine Liste von den Charakteren gibt und die Fähigkeiten und so weiter. Aber ich finde das ja eigentlich ganz lustig, das selber alles rauszufinden. Also bitte nicht auf irgendwas verweisen oder sagen, ja, der und der hat die und die Superfähigkeit und den musst du unbedingt spielen. Denn das ist halt auch hier, glaube ich, so ein Part, der zumindest an der Stelle, wo ich im Spiel bin, noch ja, ganz interessant ist, selber rauszubekommen. Wenn man dann später mal 100 Stunden oder sowas reingesteckt hat, dann kann man da sicherlich auf so eine Vergleichsliste zugreifen, aber mir geht es halt hier auch darum, das selber etwas ja, rauszufinden. Also, das eine ist Sarah Numas und dann haben wir Dina Ratchet. Und dann kann's losgehen. Und wenn wir jetzt hier direkt am Anfang verenden sollten, dann ja, ist es halt so. Was hat die gute Sarah denn? Biografie. Sarah ist in der ganzen Galaxie als Kopfgeldjägerin bekannt und wurde angeheuert, um einen besonders gefährlichen Häftling nach Auriga zu bringen. Bei diesem Häftling handelt es sich um einen ehemaligen Anführer intergalaktischer Piraten und er ist seit dem Absturz des Schiffes verschwunden. Sarah redet nicht viel darüber, konzentriert sich aber offenbar vor allem darauf, den Flüchtlingen zu finden und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Geschwindigkeit plus 20. Kann mich jetzt nicht begeistern. Fliehen. Selbstgeschwindigkeit plus 20. Und hat passiv, hält ihr den Rücken frei. Helden erhalten Verteidigungsbonus, die mit anderen zusammenarbeiten, denen sie vertrauen. Hält ihr den Rücken frei. Verteidigung plus 10% an Helden gruppiert, denen man vertraut. Und die hat in Ausreise noch. Ratchet kann nichts tun, ohne vorher, währenddessen und danach Befehle zu brüllen. Diese nervige und herrliche Leuteschinderin betrachtet einen Auftrag erst als erledigt, wenn die ganze Galaxie davon gehört hat. Sie scheut sich nicht, zu schreien, auch dann nicht, wenn Schweigen besser wäre und ihre Stimme wurde als tödliche Waffe eingestuft. Also so. Dana Ratchet hält hier den Rücken frei. Und Ausreißer. So. Moment, wie hieß das noch? Fliehen. Ja,
gerade hier noch markieren. Okay. Und die haben beide das Standard-Layout, das sollte ich vielleicht auch markieren, aufschreiben. Das war ja bei einigen doch etwas seltsam. Moment, schreiben wir hier mal auf. Schwert, Rüstung, Rüttel. Die Dana hat Gewehr, Rüstung, Rüttel. Okay. Dann gehen wir mal. Weil der andere hatte direkt, dadurch, dass der einfach nur in der Gruppe war, mehr Science gebracht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Start mit der Waffe. Wir bauen natürlich erstmal ein Industriemodul, das ist im ersten Level immer das Sinnvollste. Der ist self-powered, können wir aber noch nichts mitmachen. Aha. Können wir aber noch nichts machen. So. Dann. Bauen wir hier direkt noch ein Industriemodul rein. Das erste Level wird natürlich auch recht klein werden. Da haben wir eine Forschung, die war Industriemodul 2. Aber wir werden hier noch nicht so viel Forschung bekommen, dass wir das überhaupt starten können. Auch wenn es nicht schlecht wäre. Wir können auch nicht mal was anderes bauen gerade. Ich denke auch nicht, dass es sich lohnt, hier noch was anderes hinzusetzen. Ja, wen soll man hier ausbauen? Keine Ahnung. Das hier ist aber immer eine sehr coole Fähigkeit. Oha, Sanitäter, Helden im Raum, TP-Regeneration plus 12. Achso, im Raum und im ganzen Level. Das ist ja mal nicht schlecht. Sanitäter. Da muss ich mir auch gerade eine Notiz machen. Aktiv. Helden im Raum. TP-Regen plus 12. Helden im Level. TP-Regen plus 6. So, jetzt können wir theoretisch nochmal ein Gebäude bauen. Aber lohnt sich das noch? Das müssten im Endeffekt 10 Türen werden, damit wir das rausbekommen. Und das werden wir nicht rausbekommen. Also 10 Türen sind ja nicht mehr. Halten wir das so. Natürlich schade, dass wir jetzt so viel Energie auch haben, die wir überhaupt nicht benutzen können. Mit der Forschung ist da auch nicht viel. Angenehm ist, dass die so schnell sind.
Food. Das war die mit dem Laufen, ja. Oha, noch mehr Produktion. Und die letzte Tür. Dann laufen wir schnell wieder zurück. Würde die noch was bekommen beim Lernen? Nö. Dann heben wir die entsprechend mal an. Wobei, die hat eine Waffe. 41, ja. Na, machen wir die. Bekommt beim nächsten Mal was Neues. Okay. Na, dann können wir jetzt das Ding im Grunde abtransportieren. Gerade gucken, wer ist die schnellere? 48 hat die. Plus fliehen. Ach, das kann ich aber währenddessen nicht benutzen, ne? Ist ja schade. Läuft den Gegner noch einfach so weg. Das wäre dann das erste gewesen. Verdammter Fahrstuhl, hier kriegt man ja nicht mal Hintergrundinfos. Ja, durch diese minimale Forschung muss ich auf jeden Fall hier auch mehr auf die Forschung achten. Da hat der andere Charakter schon gut mitgeholfen. Sehr gut. Haben wir direkt einen Raum, wo wir ein Gebäude bauen können und zusätzliche Energie. Dann nehmen wir auch dieses Wissenschaftsmodul mal. Angriffskraft mal 0,5. Verliert jeden Zug. Also ist jetzt, dass meine Charaktere schwächer geworden sind. Forschung. Sehr gut. Gekauft. Sehr schön. Zusätzliche Energie. Ja, allein dafür, dass wir hier dann noch ein Gebäude bauen können direkt, würde ich das doch machen. Industriemodul sind wir gerade am Erforschen, oder wie war das? Ach, mal doch unten. Machen wir stattdessen hier jetzt ein Nahrungsmodul hin.
muss ich noch einen rum erkunden erstmal, bevor ich das Ding bauen kann, bevor das Zweier da ist. Industriemodul 2. Weiter geht's. Eine Kiste. Ein Hipster-Schal. Aha. Verteidigung 13. So, die kann. Neue Fähigkeit. Reparatur. Mhm. Reparatur. Gut, markiert. Bauen können wir da jetzt gerade nichts. Mit dem Kochen ist es wie mit der Liebe. Es ist ein langer, heißer, schweißtreibender Prozess, der zur Glückseligkeit führt. 34. Dann müssten wir erst noch ein bisschen was sammeln. Wir können aber... Ich weiß nicht mehr, ob sich das andere rentiert. Das hier wären noch entsprechend 9 Türen. Es wird sich auch nicht mehr rentieren. 9 Türen sind ja nicht mehr. Umso stärker die Module sind, umso länger lohnt es sich natürlich auch, die zu bauen. Reißwind können wir aber leider nicht verwenden, weil es eine Maschinenpistole ist. So, aber wir können... Das war die Schnelle. Hier unten nochmal gucken, ob wir eine neue Forschung anwerfen können. Mit 46. Also noch 3 Türen. Mal gucken, ob wir... Da haben wir ja auch noch eine Tür. Selbst Agro, alle Mobs unterbricht die Fähigkeit Schleiche. Hat die das dadurch bekommen? Ah, okay, das steht da nicht bei. Hipster-Schal. unterbricht. Jedes Monster im Raum geht garantiert zuerst an die, dir an die Kehle. Okay. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber dann müsste man halt gucken, dass die wirklich viele Hitpoints und Schutz hat. Wie viel hatte der Koch gekostet? Nanor. Den können wir beim nächste Runde holen.
Koch Nano. Da muss ich hier wieder einen neuen Abschnitt für den Charakter einbauen. Koch Nano. Moment. Aktiv hat er letztes Abendmahl. Und passiv hat er hält dir den Rücken frei. Letztes Abendmahl hatte ich mir noch nicht. Doch, hatte ich mir schon aufgeschrieben. Helden 26 Jahre Angriffskraft. Ja. Wow. Und das ist auch ein Schwertkämpfer. Kann ich also einfach hier oben Schwert, Rüstung, Utility. Ja. Wir haben jetzt natürlich... ist ein bisschen dünn hier. Okay, darüber, darüber. Ich glaube, da unten konnte ich jetzt nochmal die Forschung anwerfen. Nahrungsmodul, sehr schön. Das da kann es spawnen. Wobei, tauschen wir die aus, weil die halt von den Gegnern weglaufen kann. Da ist sogar noch mehr. Na ja, gut, das sind einfach nur... Kaputthack-Gegner. Gut. Zu früh. Das habe ich nicht gesehen. So. Flip. Den.
Upgrade für Nahrungsmodul und wir haben einen Händler. Rüstung. Die jetzt aber auch nicht der Hit ist. Na, lohnt sich nicht. Die können wir halt mal verkaufen, aber nichts. Na, wobei wir bekommen schon noch einen Charakter. Im Moment haben wir ja nicht so viel an Items. Brauchen wir noch nichts zu verkaufen. Schnell drauf. Hilft nichts. Vermutlich die letzte Tür. Ja. Und da ist auch der Ausgang. Keine Wellen. Können eigentlich alle unten warten, außer die Schnelle, die läuft dahin. Und durch. Bling. Sauber. Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Und ich werde auch immer ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache haben. So, Level 3. Da kommen jetzt stärkere Gegner dazu. Die hat ja diesen Schal. Machen wir hier mal die nächste Fähigkeit. Was ist das? Helden im Level Heilungskosten minus 10%. Okay. Das ist... zumindest für bestimmte Situationen nicht schlecht.
Also wenn man den dann am Anfang nimmt, um die Heilkosten zu senken, beinahe, wenn man ein anderes Schiff am Anfang nehmen muss. So, Industriemodul, da braucht man nicht. Nahrungsmodul brauchen wir dringend. Fünf, na, das ist, wird sehr schnell ziemlich lächerlich. Wissenschaftsmodul, ne, nehmen wir noch ein Nahrungsmodul. Wobei, doch, wir haben zu wenig, um da was forschen zu können. Direkt nächste. Energie, auch sehr gut. Und Forschung. Noch ein Nahrungsmodul. Noch eine Sackgasse. Hätte ich nicht gebraucht. Bauen wir ein Industriemodul hin. Und noch eine Sackgasse. Lass uns reich werden, oder zumindest mich. Für Energie. Aber leider nur Waffen. Ach so, doch, der hat ja ein. Da ist doch hier ein Sohlendieb. Angriffskraft 30. Erhöht die Abklingzeit. Aber insgesamt macht das trotzdem noch. Bei dem ist das schon krass. Für 9 Energie. Ja, den muss ich mir auf jeden Fall merken. Und dann später bauen. So, 4. Das sind 10 Türen, die man da aufmachen muss, damit sich das rentiert. Machen wir ein Nahrungsmodul hin. Sehr schön. Flächenschaden gegen Helden im Raum plus 15. Flächenschaden gegen Engels im Raum plus 7. Angriffskraft minus 25 von Helden, Mobs. Und Verteidigung minus 50%. Okay, die sollten wir wohl ziemlich einfach zermetzeln können. Die bekommt jetzt eine neue Fähigkeit auf 4. Aha. Neurolähmung Light. Das ist Sarah. Passiv Neurolähmung Light. Mobs im Raum Geschwindigkeit minus 4. Minus 4. So, dann müssen wir den hier dahin stellen. Ein Artefakt. Analyse. Nächste Runde können wir das Wissenschaftsmodul 3 erforschen. Jetzt bräuchten wir langsam wieder mehr Energie. Ach shit, die greifen das. Ne, die greifen das nicht an. Hm.
kommt danach noch was. Ein Sohlendieb, ja, sehr schön. Angriffskraft, das ist dasselbe in besser. Jetzt können wir hier, das hätte ich vorher schon machen können, eins, diese Forschung in Auftrag geben, Wissenschaftsmodul 3. Können hier natürlich... Ah, aber die können nicht durch die Tür gehen. Machen wir die Tür am besten zum Schluss auf. Sauber. Schwing. Ah, ich noch mehr Energie. Held im Level Intelligenz plus 4, kein großes Modul bedienen. Der Held muss mindestens einen Zug im Raum stehen bleiben, den Effektmodus zu verbessern. Ja. Ist zwar eine nette Sache, aber dann spawnen mir zu viele Gegner, die bringen mich um. Ich brauche im Moment einfach das. Das Licht, leider. So, die steigt jetzt auf 4 und bekommt Maschinist. Ist. Okay. Energie. Dann würde ich sagen. Da sind auch welche. Sammeln wir uns dort. Müssen wir. Da kommt noch ein Vieh. Den können wir und dann hier oben der Raum ist mir jetzt leider zu weit weg. Ich verbrauche zu viel jetzt zum Heilen jedes Mal. Ein Ork. Aber es sind keine Spawns gekommen. Du wieder nach oben. Ach, wir können wieder in den Raum energisieren. Dann machen wir das so und kämpfen wir in dem Raum als nächstes. Da sind nochmal zwei Türen.
Er hat halt diesen scheiß Schal. Alter, Falter. Ja, sehr kostenintensive Geschichte. Der Schal ist etwas kontraproduktiv, wenn sich der Schaden nicht verteilt. Ja, zum Pullen ist es okay, aber sobald die im Raum mit den anderen ist, muss sie den eigentlich ausziehen. Hier ist immer eine Sackgasse. Hätten wir das. Ja, wenn man das hier wenigstens gescheit absichern kann, aber das kann ich ja auch nicht. Ich könnte den Raum abschalten, den... Ach, weil die Tür noch nicht offen ist. Dann machen wir die mal auf. Ich glaube, da spawnen dann keine, oder? Ja. Dann schalten wir jetzt den Raum ein. Machen wir hier diese kleine Investition, um die Spawns abzufangen. Es kann natürlich jetzt sein, dass die böse werden, aber da lässt sich dann... Ne, können wir eigentlich ausschließen, indem wir den da reinstellen. Und die dorthin. Und nach dem Spawn müssen die dann schnell hier rüberlaufen. Kein Spawn. Und das war der letzte. Hm.
Na, ich glaube, ohne den Buff hätte ich jetzt auch ein Problem gehabt. Legen wir das mal ab. Junge, Junge. Geschafft. Ah, ich glaube, da hätte ich die eine Forschung noch machen müssen. Jetzt ist es zu spät. So. Die langsam schon mal darüber. Ah, das war falsch. Die muss natürlich da bleiben. Hier der. Ausgang. Wer auch immer dieses Lied summt, Schluss damit oder du stirbst. Nächster Level. Damit kommen wir jetzt nach 5. Ne, 4, oder? Ich bin verwirrt. Sehen wir jetzt. Müsste 4 sein. Ja. Dann mache ich hier einen Schnitt. Dann geht's hier beim nächsten Mal mit Level 4 weiter. Bis denn!